ganz, ganz simple Story. Robin ist ein Mensch, der hat immer wieder spontane Einfälle und auch in dem Abend hatte er einen spontanen Einfall. Wir waren erst in Holland und später in Hagen, also ein langer Tourtag wieder. Und nach dem Auftritt in Hagen, warum auch immer nach dem Auftritt auf diese Idee kommt, kommt Robin zu mir: Hey Max, sag mal, kannst du auch ein Querformat filmen? Dann können wir das Material auch dann verwenden. Ich so: Ja, was hast du vor? Und er so: Ja, eine Doku. Ich kenne da jemanden aus dem Traumpalast, das ist die größte Leinwand der Welt, ist auch für dich eine geile Referenz, oder? Da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, war natürlich auch ziemlich betrunken, habe Ja gesagt und am nächsten Morgen nochmal abgeklärt, ob es wirklich so ist. Ja, und jetzt sind wir hier. Tatsächlich ist es eigentlich ein bisschen surreal, dass wir die Doku drehen. Ich glaube, es war ein Abend in Mayrhofen im Brückenstadel und da waren wir danach noch in der Harakiri-Bar und dann habe ich gesagt, ja, kam ich auf die glorreiche Idee, nach dem 4., 5., okay, 15. Wodka Bull, dass wir die Doku drehen können. In Hagen? Ach, egal. Der Mann unter Cordula Grün, hinter, vor und auf Leila, begrüßt jetzt den Puff Daddy der Nation. Hebt die Hände nach oben und macht Lärm für DJ Robin! Ja, ich bin DJ Robin, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Ditzingen gebürtig, bin in Ditzingen aufgewachsen und man kennt mich vermutlich seit 2022, seit dem Mega-Hit. Was ich dir sage, glaubst du mir nicht. Ich hab ein Buch und meine Buchmama heißt Leila. Sie ist schöner. Nicht sagen, Laila ist mein Lebenswerk, sondern Laila ist eigentlich das Lebenswerk für euch alle und von euch allen, weil ohne euch die Nummer ja gar nicht so groß geworden wäre und ohne den Support und ohne alles, wie war vielleicht auch bei der Debatte, die dann losgegangen ist, auch untergegangen wären. Ich bin eigentlich, seitdem ich auf der Welt bin, mit der Musik in Kontakt, bin ja mit dem Faschingsverein beim Tizo aufgewachsen, habe dann auch direkt eigentlich in der Guckenmusik gespielt, eine kleine Blechtrommel, habe dann irgendwann umgeschwenkt auf eine Pauke, auch so eine kleine, als kleines Kind und dann mit 6 dann an der Trompete. Oh, die musikalische Erziehung. Robin hat von Anfang an gesungen, Musik gemacht, sämtliche Instrumente gespielt, war in der Jugendmusikschule, hat dann angefangen, als Teenager als DJ aufzulegen bei Schuldiskos, in der Grundschule schon in der Kernzeitbetreuung. Ja. Das war damals eigentlich auf sämtlichen Geburtstagen, wo wir eingeladen waren. Da gab es einen DJ, der DJ Paul, der hat eigentlich auf jedem Geburtstag gespielt, wo wir eingeladen gewesen sind. Und da habe ich ihn dann auch mal wieder gefragt gehabt, ob ich nicht auch mal spielen darf quasi. Er ist dann was trinken gegangen. Er hat mich dann immer eine halbe Stunde spielen lassen. Und dann ist er leider, wo ich 12 war, an einem Herzinfarkt gestorben. DJ Paule war ein guter Freund von uns, ja, mit dem wir unsere Freizeit verbracht haben, der an allen Geburtstagen im Freundeskreis Musik gemacht hat und der Robin durfte da immer mithelfen. Ja, tatsächlich spielt er immer noch eine große Rolle und das habe ich auch in mein Intro mit eingebaut, um quasi es wertzuschätzen, dass ich durch ihn auch überhaupt dazugekommen bin. Und ohne ihn wird es mich so in der Richtung gar nicht geben. Mit 8 Jahren lernt er DJ Paule kennen. Als dieser starb, übernahm er das Zepter am DJ-Pult und rockte jede Familienfeier. Dann habe ich gesagt gehabt, ich würde gerne tatsächlich das Ganze für ihn übernehmen, dass es nicht aufhört und es quasi für ihn weiterführen. Und habe dann mit 12 Zeitung ausgetragen, um dann Stück für Stück die Anlage abzukaufen. Und so kam ich dann tatsächlich zum DJ. Ja, Trompete spielen war auch sein Ding. Obwohl sein Trompetenlehrer sagt, wo er 7 Jahre alt war, das bringt nichts, er ist zu jung dazu. Und er hat ihn einmal angehört und sagte, nein, den muss ich nehmen. Da ist wirklich was drin, was dahinter steckt. Schon mit 9 Jahren haben wir uns kennengelernt im Musikverein in Ditzingen. Da haben wir beide zusammen gespielt. Genau, Robin hat Trompete gespielt, ich Querflöte und da hatten wir schon früher denselben Freundeskreis. Dann trotzdem, gut, trotzdem Ballermann, das war ja, er war halt viel beim Fasching mit dabei.
Und auch als Junger hat er auch dort als DJ zugehört und mitgeholfen, damals war DJ Paule, CDs rausgesucht damals noch und dann hier und dort und CDs raus und ja. Auf sämtlichen Geburtstagen. Ja, und zu Hause immer Schlagermusik, Ballermannmusik gehört. Gut, ich bin ja mit dem Faschingsverein aufgewachsen und da war die Ballermann-Richtung eigentlich schon relativ festgesetzt, dass im Fasching auch ganz viel Mallorca-Musik läuft. Dann war ich mit 16 das erste Mal mit meinen Eltern auf Mallorca, war natürlich dann im Megapark und im Bierkönig und da habe ich gesagt gehabt, das ist mein Zuhause, hier möchte ich sein, hier fühle ich mich wohl. Und seitdem bin ich tatsächlich jedes Jahr nach Mallorca geflogen. Mallorca, da war mit uns dann im Urlaub Mallorca, Bierkönig, Megapark, und hat gedacht, okay, das wäre sein Ding mal. Dass es tatsächlich so mal kommt, hätte natürlich keiner geahnt. Ich bin ja aus dem Bierkönig herausgeflogen, du bist ja gerade in den Bierkönig gekommen. Richtig. Und ich bin selber gegangen. Ja. Und deswegen ans Oberbein gewechselt, wie du weißt. Ja, und du weich. Bist, weich, ja? Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Dankeschön. DJ Robin! Robin! Es okay, nervt mit der so, Arsch wenn die immer Marlene Brown rufen, oder? So anstrengend. Ja, das ist so schlimm. Entschuldigung, lassen Sie uns bitte vorbei. Ey, weg, weg, lass ihn los. Düse hat quasi 2019 gesagt, er hört auf und für ihn bin ich quasi dann in den Bierkönig gekommen. Nee, und habe dann meinen festen Job gekündigt auf März 2020. Dann kam Corona und dann war ich erstmal arbeitslos, bin voll auf die Fresse geflogen. Und das ist so schlimm. Freunde, hier ist das legendäre Oberbein. Da bin ich jede Woche Donnerstag. Ich war ja vorher im Bierkönig ganz normal als DJ und bin dann jetzt ins Oberbein gewechselt, 2022. Und das Problem war halt, ich habe 5 Wochen lang mit dem Bierkönig verhandelt. Das ist der alte Chef vom Bierkönig, der mich damals schon im Bierkönig geholt hat. Und so bin ich wieder zum alten Chef zurück. Das Geile am Oberbein ist halt, da kommen die Leute wirklich auch wegen den Künstlerauftritten hin und deswegen hast du eine ganz andere Wertschätzung, wenn du dort auftrittst. Die haben auch wirklich Bock auf dich und sind nicht zufällig da, weil die Leute meistens schon gezielt wegen dir auch dorthin kommen. Also es macht richtig, richtig Bock auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr geiler Laden. Zweites Zuhause. Ich bin Adrian, ich bin der Geschäftsführer von Summerfield Booking und kümmere mich bei Robin eigentlich um alles, was so ansteht mit dem Team. Also wir machen für Robin alle Bookings. Überall, wenn er durch Deutschland tourt, das planen wir, machen, sprechen mit den Veranstaltern, schauen, dass das alles vernünftig bezahlt ist, kümmern uns um seine Buchhaltung damit, sodass die Rechnungen in seinem Namen gestellt werden etc. Also der komplette Booking-Apparat, wo er halt sein Geld mit verdient, darum kümmern wir uns. Der Wechsel vom Bierkönig ins Oberbayern war recht schwierig und war sehr schade, dass er so gelaufen ist. Der Bierkönig wollte halt leider keinen DJ auf der Bühne haben und wollte das strikt verhindern. Und es gab dann mehrere Versuche, die haben sich über Monate gezogen mit Verhandlungen und da nochmal Gespräche. Und dann ist, glaube ich, Robin nochmal nach Mallorca geflogen, um dort dann nochmal, weil er nochmal zum persönlichen Gespräch geboten wurde, hier. Dann wurden ihm, glaube ich, noch eine Gagenerhöhung angeboten, aber alles nicht ansatzweise das, was es in der Sekunde wert gewesen ist. Und auch das, was das Oberbayern nachher schlussendlich bezahlt hat. Und deswegen haben wir dann gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen, ins Oberbayern zu gehen mit Robin. Was auch kritisiert wird, gibt es ja auch in den eigenen Reihen Leute wie zum Beispiel ich, die jetzt nicht von Anfang an sehr überzeugt von der Geschichte gewesen sind. Aber genau das ist ja auch das, was es ausmacht, dass wir da alle hinterstehen. Und wenn die Entscheidung gemeinschaftlich getroffen wird, dass sie dann auch so gemacht wird. Ja, der Robin ja. War mit uns zusammen auf dem Vasen, stimmt, aber da war er 15, 16 sowas und er durfte nicht groß mit ins Zelt rein, ist halt trotzdem mal reingegangen und hat es angeguckt und sein Traum wäre mal da zu spielen. Ich bin ja auf den Cannstatter Vasen gekommen 2017, habe mir da dann schon ein bisschen größere Namen gemacht, eben durch den großen Festzelt, auch durch Videos dann auf Facebook, Instagram und Co. Mein Name ist Armin Weber, ich war früher 30 Jahre lang mit im Vasenwirt mit der Familie, also haben Vasenwirt mitgeleitet. Meine Frau und ich, wir waren unterwegs abends in den anderen Zelten und da war eine kleine Bar und da hat er Musik gespielt und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre eigentlich was für unser Zelt, dass wir sagen können, der ist gar nicht so schlecht, der Junge. Er kennt den Vasenwirt auch schon als Kind oder als Jugendlicher, weil er auch drin war und wollte das unbedingt und so hat sich das dann ergeben.
Er ist ein sehr flexibler DJ und er geht aufs Publikum ein. Also er hat seinen eigenen Stil aber schon, aber er weiß mit dem Publikum umzugehen. Und er macht sehr gute Musik, die eigentlich dann auch ins Zelt passt. Und von dem, er ist kollegial, er passt sich mit der Kapelle an, er kann sich da abstimmen. Also alles eigentlich reibungslos, muss man sagen. Und er vergisst nicht, wo er angefangen hat. Und das finde ich sehr, sehr gut an ihm. Und das mag ich ihn, das macht ihn auch sympathisch, weil er einfach immer wieder zurückkommt und sagt, hier waren seine Anfänge bei uns im Wasenwirt. Und das ist das Schöne daran, wenn man nicht vergessen wird, nur weil jemand Erfolg hat. Wie fühlt sich das an? Robin ist gerade einfach zu den Leuten hin und hat ihn gefragt, ob die ein Bild mit ihm machen wollen. Weil kein Mensch den erkennt, geht er zu den Leuten und will einfach ein Bild mit ihnen machen. Ich finde das Sauerei. Heute gehen wir auf der Wasser und eventuell darf ich mit Robin ein bisschen mitdrellern. Richtig. Sieht ähnlich aus wie ich, aber ich bin das nicht. Ich glaube, das ist Robin. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Robin, oder? Prost. Cheers. Ich bin Michi, also Schürze, und das ist mein erstes Bier. Jetzt wollen wir was Geiles machen. So wie unsere Karriere letztes Jahr ging, so steil wie es da nach oben ging, machen wir jetzt gleich. Ach, hier oben hängt es schon. Wir lassen uns jetzt hochkatapultieren und hoffen, dass wir heile wieder unten ankommen. Und dem geht die Düse. Jetzt geht's los, der Schütze zwingt mich zu Hotshot. Ey, Wahnsinn, jetzt geht's los. So, Mr. Leiner höchstpersönlich an Bord, ready to fly. Einmal macht Spaß, aber das zweite Mal, oh. Das zweite Mal ist schon übel, dann da zerstört sich komplett. Spaß, wenn es ist soweit. Habt ihr Bock zu feiern? Okay. Freunde, habt ihr Bock auf Laila? Die habe ich leider zu Hause vergessen, aber wen bin ich mit dem Lied da? Der Zug hat keine Bremse. Zug hat keine Bremse. Dann ist das so, aber ich bin heute tatsächlich nicht allein da, sondern ich habe einen meiner besten Kumpels dabei, mit dem ich zusammen Laila gemacht habe und jetzt auch Bums war. Macht einen riesengroßen Lärm für Schürze! Heute die ganze Nacht zusammen! Ciao! Schön, dass du da warst und du kommst ja gleich nochmal wieder und vorne vor. Was wird, vielen Dank. Vorletzter Tag heute und jetzt geht's nach Hause, weil morgen früh um 6 geht der Flieger nach Mallorca. Ihr seid eh dabei, Schürze ist ein Arschloch, der fliegt erst um 10. Um 12. Um 12 fliegt er und landet um 12, hast du gesagt. Ich hab mich verschaut. Okay, dann fliegt er um 12 und dann sehen wir uns morgen an der Playa de Palma wieder. Und wir gehen jetzt noch was essen. Und nix kommt nix. Ich habe aber jetzt noch eine letzte Frage, die ist mir verdammt wichtig. Was hat zwei Beine und eine ziemlich lange Nase? Ein Pelikan! Ein Fischreiher. Ja, Robin hat eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik gemacht, hier in Ditzingen bei einer großen Firma. Und ja, waren wir doch ganz glücklich, dass das erfolgreich abgeschlossen wurde. Wo das klar war, dass der Bierkönig mich haben will für die Saison 2020, meinen festen Job gekündigt. Beim Thales in Ditzingen, das war eigentlich ein sehr, sehr gut bezahlter Job, wo ich nicht viel habe machen müssen, weil ich eigentlich den ganzen Tag nur im Büro rumsaß und nicht viel zu tun hatte, habe dafür sehr viel Geld gekriegt. Und habe den Job dann gekündigt im November auf März 2020. Ich habe Fachkraft für Lagerlogistik gelernt, 2012 mit der Ausbildung begonnen, beim Trumpf auch hier in Ditzingen. Also quasi auch alles immer hier im Ort gehabt und war dann auch eine Weile beim Trumpf, bis die mich tatsächlich dann auch gekündigt haben wegen der Musik. Weil das ein bisschen Dorn im Auge war, dass ich nebenher so viel unterwegs bin und dann angeblich nicht mehr so richtig für die Firma da war. Aber ja, so ist es halt. Und im Jahr 2020 kam Corona, dann war ich arbeitslos. Ja, Corona. Corona war für uns tatsächlich, glaube ich, so der prägendste Lebenseinschnitt, den wir, glaube ich, hatten. Genau, wir haben auf einer 50 Quadratmeter Wohnung gewohnt bei Robins Eltern. Genau, Robin war arbeitslos durch Corona. Das hat natürlich uns sehr, sehr viele Nerven gekostet. Wir haben unseren ganzen Alltag irgendwie dort verbracht. Ich habe mein Studium dort gemacht. Das heißt, wir haben irgendwie jeden Tag
saßen wir 24/7 aufeinander, sind uns dadurch natürlich auch viel irgendwie dann auf die Nerven gegangen. Es war irgendwie eine Herausforderung. Ja, die Corona-Zeit war für uns die absolute Hölle. Wir mussten uns neu erfinden, jeder musste sich irgendwie neu erfinden, die Künstler mussten sich neu erfinden und das war für uns alle schwierig. Und Robin hat halt durch Corona praktisch seinen Job verloren, hat sich dann auch aufgerafft, hat dann verschiedene Jobs gemacht, zum einen im Hotel gearbeitet, aber auch bei Lieferladen.de, hat aber tatsächlich auch seine Zeit gekostet, bis er das, sich dazu aufgerungen hat, praktisch das zu machen. Da musste ich ihn schon auch viel motivieren und er ist schon auch da in der Zeit einfach so in ein Loch gefallen, was irgendwie jeder verstehen kann, wofür er nichts konnte, aber es war natürlich emotional schon eine große Achterbahnfahrt. Ja, im Prinzip war es ja so, ich hätte es relativ gut verdient, auch im Bierkönig, hätte dann solides Einkommen gehabt, hatte eine Wohnung auf Mallorca und dann fielen auch die ganzen Einnahmen alle weg und dann bin ich quasi Monat für Monat immer so knapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt, wenn ich eben nicht die Nebenjobs da die ganze Zeit gemacht hätte auf 450-Euro-Basis. Und es war im Prinzip 2 Jahre lang schauen, wie man irgendwie durchkommt, vielleicht durch die Twitch-Livestreams immer noch ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, weil es eben nicht anders ging. Und ja, war eine Scheißzeit. Ich würde sagen, Corona war tatsächlich die beschissenste Zeit in meinem Leben. Du bist eigentlich einen großen Schritt gegangen, hast alles auf eine Karte gesetzt, es ging komplett daneben, auch wenn ich nichts dafür konnte und du stehst auf einmal mit nichts da. Und ja, ich glaube, schlechter kann es einem nicht gehen. Auch die Ungewissheit, wie lange geht es jetzt, wird das alles jemals so, wie es mal war? Hast du jetzt vielleicht wirklich genau aufs falsche Pferd gesetzt und eigentlich einen ganz geilen Job einfach weggeschmissen, den du nicht mehr so schnell wiederbekommst? Und von dem her war die Zeit schon relativ hart für mich. Es sind noch genügend Tränen geflossen und ja, hätte meine Frau mir nicht so einen Anschiss damals gegeben, dann wäre ich vielleicht noch traumatisierter daraus. Während Corona war erst die Frage, scheiße, wie geht's weiter? Kann ich nicht vielleicht doch nochmal meinen Job bekommen? Das Problem war, es wurde quasi schon jemand eingestellt, der meinen Job dann übernommen hat. Und den kann man dann natürlich nicht einfach wieder so rausschmeißen, obwohl ich dann gerne geblieben wäre, logischerweise. Mein ehemaliger Chef hat damals dann aber gesagt gehabt, komm, lern du ihn selber ein, du kriegst dann 3 Monate befristetes Arbeitsverhältnis, sodass ich eben nicht in die Arbeitslosengeldsperre reinkomme und nach den 3 Monaten Arbeitslosengeld krieg. Und danach habe ich angefangen, Lebensmittel auszufahren für einen kleinen regionalen Lebensmittelhändler in Stuttgart. Habe dann Glühwein ausgeschenkt auf so einem kleinen Weihnachtsmarkt in Stuttgart und habe dann Anfang 2021 im Januar oder Februar angefangen mit Livestreams. Nehmt sie nicht zur Schuld. And as the feeling goes. Lavendon. Genau. In the film. Genau. I'm loving angels and saints. Freunde! All through it. All the heaven protection. A lot of love and passion. When I ride or wrong. The devil's Wenn man mit den Freunden lacht, wenn die Schwarte richtig kracht, tanzt auf heißen Sohlen. Ich habe dann quasi jede Woche die Leute unterhalten mit den Livestreams auf Twitch. Und es war eine ziemlich wilde Zeit, ehrlich gesagt. Ich habe meinen Schuh ausgezogen und ich glaube, ich habe meinen Schuh gebumst und habe dann den Schuh Richtung Kamera geworfen, habe auch die Kamera getroffen und ist natürlich alles abgeschmiert. So wie wir waren zu viert, glaube ich, da. Da war MC Brutal da, der Schmittinger, ich und von Olaf der Sohn. Und die haben mich dann hochgehoben, wie bei König der Löwen, wie Simba. Das Ziel von den Livestreams war auch tatsächlich, sich einfach nur jede Woche hemmungslos zu betrinken und schauen, wer am betrunkensten ist. Das habe ich immer sämtliche Künstler eingeladen, Newcomer-Künstler, und dann haben wir uns ja regelmäßig jede Woche einen reingeschüttet. Ich glaube auch, die Leute haben nicht eingeschalten, weil sie die Musik so toll fanden, die da lief, sondern weil die uns einfach jede Woche besoffen sehen wollten. Boah, Robin und ich, wie wir uns kennengelernt haben, das ist eigentlich eine ganz witzige Story, weil ich habe früher Partyfotos gemacht für ein Magazin aus Fulda. Also jedes Wochenende bin ich als Fotograf rumgerannt. Ich war auch noch 17 oder 18 zu der Zeit. Ich habe da Tobias Frank kennengelernt und dann kam raus, er will schöne Musik machen, ich will schöne Videos machen. Also lass uns doch einfach schöne Musikvideos machen.
Ja, und dann rief er mich ein paar Wochen später an. Hey Max, ich muss hier nach Stuttgart. Da ist so ein DJ. Da ist so ein Bierkönig-DJ. Der macht einen Livestream. Wenn du willst, kannst du mitkommen und ein paar Bilder machen. Und dann bin ich damit runtergefahren zu Robin. Es war in irgendeinem Keller. Da war ein Livestream mit Franka, Carina Krone. Ich weiß gar nicht, wen ich noch kennengelernt habe. Vroni, glaube ich, mit der ich heute auch noch zusammenarbeite, genau. Darüber habe ich Robin das erste Mal kennengelernt. Dann habe ich ein paar Monate später, kam Clubhouse und ich als alter Social-Media-Mensch, ich studiere ja auch Social Media, musste natürlich Clubhouse ausprobieren, habe darüber Robin wiedergefunden, wieder kennengelernt und dann sind wir in Kontakt geblieben. Und später habe ich auch noch einen Livestream organisiert. Da waren wir in der Firma, für die ich gearbeitet habe, die hatten so einen Indoor-Campingplatz, da haben wir auch noch einen Livestream gemacht. Der war auch feuchtfröhlich. Eine Meh, eine Tötere, Tötte, la la la, la la, la la la, la la, la 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 la la. Okay, friends. Und in den Livestreams habe ich natürlich eine Nummer gespielt, die war nicht draußen. Und zwar war das tatsächlich Laila. Schürze war mit eingeladen. An dem Tag hatte seine Gitarre dabei und da haben wir Laila kurz angeteasert. Und ich bin froh, dass ich ihn nicht ganz angeteasert habe, weil sonst wäre er vielleicht schon vorher geklaut worden wollen. Ja, ich habe Laila ein halbes Jahr vorher von Schürze irgendwie geschickt bekommen und war, naja, leicht amüsiert, aber auch nicht wirklich überzeugt. Ich habe das nicht kommen sehen, was da passiert. Also null. Ich habe gesagt, okay, solide Nummer. Ja, kann man mal releasen, kann man mal rausbringen. Und dann war das Ding eigentlich schon wieder aus meinem Kopf. Und dann kam ja irgendwie alles dann doch ganz anders. Dann ging es wieder los, letztes Jahr richtig. Und dann hat er die Bierkönig-Karriere auch wieder abgebrochen, weil dann Laila kam. Sommerfeld hat uns gestern Abend verarscht und gesagt, wir sind wieder auf Platz 3. Dafür bekommen sie jetzt eine Haue, oder? Ja, und ein paar Getränke, so. Ja, aber die müssen alkoholfrei trinken. Wir sind nämlich die Nummer 1! Yeah! Auf einmal heißt Laila, sie ist schöner, jünger, Laila. Also ich muss dazu sagen, wir sind ja nach Mallorca geflogen zu einem Soft-Opening vom Bierkönig. Und wir waren ja eine ganze Gruppe und hatten da ein Häuschen unten, und mitten an der Playa, also ein paar Minuten vom Bierkönig weg. Und war das eine spaßige Zeit. Und dann sind wir, es war glaube ich Donnerstag, es war mal ein Bierkönig, im neuen Bereich war das damals. Und Robin hat seinen Job gemacht, hat aufgelegt, hat sein Laila gespielt, ja, so immer mal wieder durch. Die Leute haben das wahrgenommen, aber das war jetzt nicht so, dass die abgegangen wie Schnitzel. Und wir haben alle, also mein Gedanke, ich glaube Robins Gedanke auch war, ja okay, ganz guter Song, aber Hit wird es keiner. Es war donnerstags. In der Nacht auf Freitag muss irgendwas passiert sein, weil allein schon, wo wir morgens aufgewacht sind, aus der Finca raus sind, war gegenüber ein Hotel, da kam es von den Balkonen runter, kam Laila und die haben gedacht, was ist jetzt passiert? Und irgendwie hat sich das verselbstständigt und Robin hat dann abends im alten Bereich aufgelegt. Da konnte er fast außer Laila gar nichts anderes mehr spielen. Er hat Disco Pogo aufgelegt und die Leute haben Laila gesungen. Die haben Laila gefordert, alle 10 Minuten. Es war krank und das von einer Nacht auf die anderen. Hey,
auch wo wir heim sind, es kam von überall, aus jedem Hotelzimmer, aus jeder Loch kam eigentlich Laila raus. Und da habe ich gedacht, krank, was ist hier passiert? Und irgendwie hat sie sich verselbstständigt. Das war, ja, das Verrückte war, es war ja die erste nach Corona, das erste wieder richtige Opening irgendwo. Und ja, wir haben es alle gefeiert. Wir sind im Bierkönig, wir haben gedacht, es war krank, aber es war geil. Also, heute Nachmittag kommt die Meldung offiziell raus, dass Laila von DJ Robin und Schürze auf die 1 in Deutschland geht. Und das gab es noch nie, eine Partynummer auf der 1. Absoluter Wahnsinn. Wir haben den Jungs aber erzählt, die gehen wieder nur auf 3. Die sind ja schon 2 Wochen auf 3. Da gab es gestern schon die ersten kleinen, Frustbesäufnisse. Und haben die trotzdem hierher bestellt, weil wir eine Überraschung haben. Und die Überraschung wird ein Partybus sein. Der wird schön dekoriert sein mit ganz vielen Sachen, die Nutten auch so bei sich haben. Es ist auch eine Go-Go-Tänzerin bestellt. Ich hoffe, sie kommt. Und dann geht es mit dem Bus und mit Laila über alle Käfer bis nach Limburg. Und dort fallen mir eine Kneipe ein, die haben wir auch dekoriert mit sehr lustigen Sachen. Und dort feiern wir die 1. Ein paar Minuten wird der Bus ankommen. Dann wird er erstmal beklebt werden. Und dann geht es um 12 Uhr in die Stadt zur Feierei. Dann bin ich mal gespannt, ob die Jungs standhalten. Ich bin sehr gespannt. Nee. Die wissen gar nichts. Die gehen davon aus, dass es der 3. Platz ist. Und dann wird es die 1 heute. Aber wir haben gleich einen Partybus bestellt, der kommt gleich. Und wir haben... Um 11. Das Schiss ist, ich war... Da kannst du den Meeting machen. Um 12 fährt er los. Okay. Die Jungs bekommen Lack- und Lederklamotte an. Die werden mit Handschelle gefesselt. Ich habe ein Gogo bestellt. Ich hoffe, es kommt, weil eben gab es noch mal Schwierigkeiten. Dann gehen wir in den Bus, dann liegen da Kondome und grauen Gummipuppe. Und dann fahren wir hier mit Bildzeitung. Fahren wir dann nach Limburg und da ist eine Kneipe vorbereitet. Und da werden alle Fenster und Türen aufgemacht. Dann machen wir Limburg dicht für 10 Minuten, also mit dem Bus, weil da geht es auch dann, da geht gar nichts mehr. Und dann wird Laila getrönt. Und da soll dann eigentlich die 1, weil vorgestern haben die Charts angerufen. Ja. Und eigentlich müsste die jetzt kommen, also die 1 von den Charts. Und da soll die eigentlich überreicht werden von der Laila mit der blonden Perücke. Und, das aber ist der Plan, deshalb der ganze Stress. Aber wir inszenieren das gleich. Wir müssen es aber gleich, aber wenn das Paket kommt, also wir müssen jetzt irgendwas mit den Jungs besprechen, was es gar nicht zu besprechen gibt, außer vielleicht, dass wir die Gage nochmal verdoppeln müssen. Wie geil ist das denn, ey? Halleluja. Bei Fotos. Auf jeden Fall ist es halt so, wie es ist. Ein Gute! Ah, jetzt guck mal! Große Familientreffen hier, alter Schwede, ne? Servus. Und bei mir ist es so, ich sehe das nicht so, okay, wir arbeiten nur zusammen, das ist das Management, ich bin der Künstler, sondern mir ist die zwischenmenschliche Beziehung ganz wichtig. Und da habe ich, glaube ich, bei Summerfield eine Truppe getroffen, die eigentlich immer zusammenhält, wenn irgendwas ist. Man kann sich wegen privaten Problemen melden, man kann sich wegen beruflichen Problemen melden. Man ist nicht einfach nur Geschäftspartner, sondern eigentlich auch befreundet. Und das sind ganz, ganz tolle Menschen, die da alle arbeiten. Und das zeigt sich jedes Jahr bei der Weihnachtsfeier, jetzt beim Songwriting Camp, damals, wo wir mit Laila die Ausflüge gemacht haben bei Gold- und Platin-Status. Und das ist einfach ein mega tolles Team und ich bin stolz und glücklich, dass ich bei Summerfield sein darf. Jetzt haben wir den ganz banalen Teil am Ende und da kam Pokal. Schön. Das Schönere kommt aber jetzt, nämlich ich gehe ins Auto und dann versammeln wir uns genau hier. Mit guter Kleidung. Mach's nicht, ey, mach's nicht. Nee, sind wir gerade Platz 1 der Charts worden oder sind wir irgendwo im Swingerclub jetzt? Oder? Was müssen wir jetzt machen? Ich hoffe, ich schlecht mich gar nicht, das kann schon weg. Ich schwör auf. Und ich lache nur die Leute aus, die auf Mallorca dumm rumlaufen. Scheiße, Mann. Die Nummer 1 der Charts sind wir. Die Nummer 1 der Charts sind wir. Die Nummer 1 der Charts sind wir. Laila, die Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1 der Charts sind wir. Ich freue mich riesig für die Jungs vor allen Dingen und ist heute ein sehr einmaliger Tag, denn das wird uns so schnell nicht mehr gelingen. Aber sagt ihr doch mal was hier.
Wir haben Laila produziert und wir sind einfach die Nummer 1 hier zusammen. Was ist das denn? Einfach unbegreiflich, unbeschreibliches Gefühl. Also mir fehlt ehrlich gesagt noch die Worte. Ich weiß noch gar nicht, was ich das sagen soll. Das muss alles noch sacken, sage ich jetzt mal. Als wir damals den Beat produziert haben, haben wir nie damit gerechnet, dass es so ein Erfolg wird. Und jetzt sind wir auf die Nummer 1. Das ist unbeschreiblich. Es ist einfach von jedem Produzent irgendwann mal der größte Traum, Nummer 1 hier zu landen oder überhaupt in die Charts zu kommen. Und einfach gemeinsam haben wir das geschafft. Und es ist einfach... Ah! Was ist das denn? Voll geil! Es ist das Gefühl, also dass das erste Mal Punchline auf 1 gegangen ist, das Gefühl an dem Tag, ich kann es noch beschreiben, ich weiß es nämlich noch ganz genau. Ich saß neben Debo, Robins Frau, im Bus und ich kannte Debo noch gar nicht. Ich hatte aber dann in der Zeit noch 2 Firmenhandys und habe prinzipiell, weil ich so aufgeregt war, die ganze Zeit runtergescrollt und geguckt, wann jetzt die E-Mails reinkommen von den Bookings, die dann jetzt rausresortieren. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, die halbe Fahrt habe ich eigentlich nur immer aktualisiert, wann jetzt die ganzen Buchungsanfragen kommen, weil ich die jetzt eigentlich alle direkt auch schon verwursten wollte, weil ich wusste, was jetzt passiert. Ja, das hat an dem Tag jetzt nicht funktioniert, aber dafür gab es den einen oder anderen Drink, das war auch super, aber das kam dann alles nach und nach. So, liebe Leute, es wird Zeit, Tacheles zu reden. Gestern Abend, ein Tag vor heute, wurden wir verarscht von Summerfield, dass wir nur auf Platz 3 wären. Robin genauso wie komplett das Team von Summerfield, egal ob Philipp, egal wer, haben mich verarscht. Ich war am Boden zerstört. Heute bekomme ich mit, dass sogar Robin dieses, Entschuldigung, Arschloch, wusste, dass wir dieses Ding bekommen. Und er hat mich während der Fahrt hier hoch genauso verarscht wie das Team von Summerfield. Ihr müsst mich einladen, einmal Mallorca samt ihm mit einem Vollzug. Alles andere wäre asozial. So, wir feiern das Ding jetzt, aber Robin mache ich heute Penis kürzer. Bis dann. Alter Schwede, wenn ihr jetzt fragen würdet, was ich fühle, das spielt sich gerade alles unterhalb von meinem Bauchnabel ab. Aber ansonsten war das ein richtig geiler Tag. Die erste Nummer 1, wahrscheinlich auch die letzte im Partyschlager, weil so eine geile Laila wird es nie mehr wieder geben. Ich bin schon ein bisschen besoffen. Prost! Die Nummer 1, der Charts sind wir. Die Nummer 1, der Charts sind wir. Bei Laila gab es natürlich so ganz extreme Highlights, wobei da eigentlich fast jeder Auftritt ganz besonders war, weil der Hype, der um den Song Laila drumherum gewesen ist, das war einfach völlig surreal. Wir wurden behandelt wie Superstars beim ZDF-Fernsehgarten. Das war zum Beispiel jetzt mein absolutes Highlight, weil wir sind da lang gelaufen und die Leute haben nur noch Laila gebrüllt, den ganzen Fernsehgarten lang. Egal ob Laila lief, ob wir zu sehen waren oder nicht, die Leute haben die ganze Zeit Laila gesungen oder Laila, Laila, Laila gerufen und das war schon relativ wild. Genauso wie, dass ich in einem der geilsten Clubs der Welt spielen durfte, im Bootshaus in Köln, wo eigentlich nur Elektro läuft und ich komme da als popeliger Mallorca-DJ daher und der ganze Laden steht Kopf. Das ist einfach nur surreal. Laila, 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 Laila. Also das, sage ich mal, was davor alles gefehlt hat, kam dann urplötzlich wie ein großer Knall auf uns zu. Das war natürlich dann auch wieder eine große Herausforderung, weil diese Extreme einfach ja, total herausfordernd sind und man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und wir wussten ja gar nicht während Corona, wie es danach wird. Also keiner wusste, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Und wir haben schon auch damit gerechnet, dass wir einfach bei Null wieder anfangen. Also dass Robin auch viel wieder auf Gigs spielen muss oder Gigs spielen muss, die ja unbezahlt vielleicht sind, weil sich
ja, die Veranstalter das einfach nicht mehr leisten können. Und deswegen war das dann schon, ja, einfach dieser Wandel war einfach extrem. Genau, also keiner hätte damit gerechnet, wie das dann nach Corona tatsächlich dann kam. Ich glaube, da hat auch ganz, ganz viel Glück dazu gehört und natürlich auch irgendwie einfach dieser Zeitpunkt war, glaube ich, perfekt für den Song Laila, weil die ganzen Leute wollten wieder feiern. Alle haben diesen, ja, sag ich mal, Durst nach diesem Party machen und sich irgendwie frei fühlen verspürt und deswegen war das, glaube ich, auch so der Moment, wo es dann so explodiert ist, weil jeder das zurückhaben wollte und irgendwie so dieses Stück Freiheit wieder haben wollte. Und ich sag mal so, diese Mallorca-Szene ist ja schon auch eine kleine Szene, aber trotzdem sind sie sehr dominant. Und das hat natürlich auch einen totalen Push gegeben für Laila. Und es war dann natürlich ja, grandios, dass es dann so gekommen ist nach Corona. Und das hätte natürlich keiner von uns gedacht. Natürlich umso dankbarer dafür, dass es so kommen konnte und durfte und dass wir das erleben konnten. Gut, da wir ja wegen Laila gerade vom Anfang an mit dabei waren, bei der Entstehung, bei der Robin unten auf der Terrasse gesessen, hat da mit dem Schürze telefoniert oder mit dem Handy und dann ging es Laila und Laila und da habe ich gesagt, was machen die da? Und dann irgendwann kam das, da haben wir gesagt, okay, vielleicht wird es was und dass es dann doch so knallt, hat keiner damit gerechnet. Man muss halt viel Glück haben und auch die richtigen Leute im Hintergrund. Und da bin ich stolz drauf, dass es so gelaufen ist, auf jeden Fall. Servus Freunde, grüßt euch, ich bin's euer DJ Robin. Wir sind in Hildburgshausen beim Heidewitzka Festival, das erste Elektro-Festival, glaube ich. Und wir haben es knapp 23 Uhr, um 0.30 Uhr geht's auf die Bühne und wahrscheinlich sind wir morgen wieder auf der 1, die dritte Woche. Und jetzt reißen wir die Hütte da drin ab im Zirkuszelt und jetzt geben wir Vollgas mit Laila, Abfahrt. Ich hab Puff! Warte! Meine Puffmama heißt Laila! Sie ist schöner, jünger, geiler! La 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 la
Macht eine gute Performance, ist für mich sehr, sehr wichtig, fürs Unternehmen, als Unternehmer auch. Aber, und das ist viel, viel wichtiger für mich, auch dass es zwischenmenschlich passt. Robin und ich verstehen uns sehr gut. Ich mag ihn sehr, ich schätze ihn sehr als Person, als Freund, irgendwie jetzt auch über die letzten 2 Jahre. Er ist in manchen Teilen noch recht sensibel, was man gar nicht denkt, auch was man von außen betrachtet gar nicht einschätzen würde, so würde man ihn niemals einschätzen. Aber das ist er, und wenn man ihn wirklich verstanden hat und weiß auch, wie man in manchen Situationen mit ihm umgeht, dann ist es eine sehr, sehr gute und tolle Zusammenarbeit, aber auch vor allen Dingen eine Freundschaft, und die ist für mich viel, viel wichtiger, dass das halt in jeder Hinsicht halt funktioniert. So, Freunde, seit 5 Wochen auf Platz 1. Wie hat sich alles verändert bei mir? So gut wie, ich glaube, fast gar nicht, doch, aber ich krieg's nämlich nicht mehr. Das ist nämlich mein Problem, und ich kann einfach nur Danke sagen. Danke an euch da draußen, danke an Summerfield Booking, danke ans ganze Team, danke an meine Tourbetreuer und danke, dass ich das alles erleben darf. Dankeschön. Freunde, wir sind ready, jetzt geht's los. Runde auf die Bühne, auf die Stage und let's fucking go! Das Zittern geht noch mal ein bisschen länger, danke, glaub. Ah, Gott. Veranstaltungen. Ich glaube, da gibt es wenige, die man da jetzt, also Kroatien war definitiv sehr besonders, Bootshaus war sehr besonders, alles das, was nicht üblich in unserem Partyschlager, kleinen Partyschlagerbereich ist, ist sehr besonders, aber ich würde generell sagen, dass das Jahr 2022 für uns alle, aber auch für Robin und auch für Schürze sehr besonders war. Für Robin war es natürlich immer ein Riesenhickhack, er musste von dort nach dort fahren, von dort nach dort, der Kalender war bumsvoll, das war alles natürlich auch eine Heidenarbeit, ein Heidenstress. Sehr viele Kilometer. Ich bin heilfroh, dass wir irgendwann dass der Matthias eigentlich sich so einen Hyundai gekauft hat, diesen Tourbus, und ich den Robin geschickt habe und gesagt habe, Robin, das ist das Perfekte für dich jetzt für die nahe Zukunft. Da kannst du hinten pennen, Olaf fährt und du nur für die langen Fahrten noch einen zweiten Fahrer, und dann kriegt ihr das eigentlich alles relativ entspannt hin, die großen Strecken von 1000 Kilometern am Tag. Und da bin ich heilfroh, dass das kam, und ich glaube, damit sind sie auch sehr zufrieden, und sonst wäre das wahrscheinlich alles auch nicht so einfach gegangen. Oh je. Also vielleicht kann ich erzählen, wie wir angefangen haben. Da muss man vielleicht ein bisschen zurück, wo es wieder Bookings gab, nach diesem ganzen, also wo der Leila-Hype noch gar nicht da war, ist Robin ja viel mit Kumpels und Bekannten unterwegs gewesen. Er hat ja früher sein eigenes Auto gehabt, aber durch Corona etc. hat er sein Auto auch, musste er irgendwann mal zurückgeben, weil Leasing fertig war und das neue Auto noch nicht da war. Und da sind Kumpels halt mit ihren Autos gefahren. Ich bin dann auch mal mit meinem Auto gefahren. Und da war das ja noch wenig. Waren ja wenig Bookings. Und dann kam aber Leila, und die Bookings wurden ja so extrem, dass wir ja Deutschland hoch und runter gefahren sind. Und am Anfang haben wir immer irgendwelche Autos bei Autovermietungen gemietet.
Typisches Beispiel, Europcar war so ein Vermieter, nur hat er irgendwie nach 2 Wochen dann gesagt, gib keine unendlichen Kilometer mehr, weil wir die Autos halt immer mit zigtausend Kilometer abgegeben haben nach den Wochenenden. Aber während den Fahrten war immer so das Gespräch, was machen wir? Robin hat überlegt, Auto zu kaufen, zu leasen, Kilometer hoch zur Schau aufzusetzen. Und wir sind dann aber durch eine Information oder durch, sag ich mal, durch Matthias Distel, Ike Hüfgold, hat uns mal gesagt, Mensch, er hat da so einen Hyundai Staria, der sei nicht schlecht, sollten wir uns noch mal angucken. Und wir haben dann hin und her überlegt, wir haben im Internet geguckt und so weiter. Und irgendwann auch wieder nach einer ellenlangen Tour, ich glaube, da hat man einen BMW, wo er sich nicht hinlegen konnte, der gute Herr Leutner, haben wir irgendwann gesagt so, sollen wir es machen, sage ich, Robin, fahr morgen zum Autohaus, guck dir das Auto an, hol's zur Not zur Probefahrt, aber wir brauchen was. Robin fährt zum Autohaus, montags kommt zu mir ins Büro mit dem Bus, wir machen die erste Probefahrt und das Auto war wie geschaffen für uns. Schade ist, dass ich nur vorne links sitze und hinten rechts halt der Herr Leutner und hinten links oft nochmal so ein Chaot, nämlich der Max, aber der gerade mir die Fragen stellt. Aber ja, es ist ein geiler Bus, auch die Beschriftung, alles cool. Ja, er hat schon ein paar Flurschäden. Bei knapp 100.000 Kilometer darf es auch sein. Ich sage ganz ehrlich, ohne diesen Tourbus könnte ich mir nicht vorstellen, mit auf Tour zu fahren. Einfach weil dieser Bus wirklich so eine Entspannung auch ist. Wir hatten ja wirklich Touren, wo wir nicht geschlafen haben, wo wir Olaf vor dem Auftritt ins Hotel gebracht haben, nach dem Auftritt ins Auto sind. Gerade für sowas ist es natürlich Gold wert, so einen Tourbus zu haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass... ich eben zum Beispiel in diesem Bus perfekt arbeiten kann. Dass ich aber sagen kann, das Einzige, was mir fehlt, ist ein Tisch. Aber sonst kann ich in diesem Bus wirklich hinten sitzen und arbeiten und habe meinen Platz und kann links eine Kamera von mir hin tun und kann vor mich meinen Rucksack legen und kann den Rest nach hinten werfen. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie meinen Platz in diesem Bus und das ist alles schön, ja. Und Olaf, der Fahrer, nicht zu verwechseln mit Olaf dem Flipper, der Mann, der hat die Arschkarte gezogen. Der Mann sitzt vorne links. Aber macht das dafür auch ziemlich, ziemlich gut. Ja, ich bin der Hanno und ich bin vom Mallorca Sommerfestival-Team. Ich bin verantwortlich für das Booking und die Veranstaltungsleitung, genau. Robin ist eigentlich mal unser Resident-DJ gewesen. Also er hat bei uns 2021 angefangen, während wir unsere große Corona-Tour gehabt haben. Und wir haben uns total verliebt in ihn. Also es war so, der hat beim ersten Gig ist er aufgetreten und er hat einfach wirklich dieses super Gespür für die Menge gehabt. Und er kommt super sympathisch rüber. Und wir haben damals gleich sofort bei Summerfield angerufen und gesagt, Robin, den buchen wir für die nächsten 10 Jahre als Resident-DJ. So war das damals, genau. Genau, wir haben zusammen das Heimspiel im Ditzing gemacht, war auch ein mega Erfolg. Waren auch viele Freunde und Bekannte und Verwandte von ihm und es war wirklich richtig schön, ja. Olaf. Guten Morgen. Urlauber. Allein da, was? Nee. Ja, wir sind jetzt hier beim Mallorca Sommerfestival Heimspiel Edition DJ Robin, also das bin ich, in Ditzingen. Ich bin so nervös. Hier gibt es natürlich, weil es das Heimspiel ist, natürlich leckere Stuttgarter Hofbräu-Käpsele. Das Beste. Prost. Jetzt schon. Guck mal ab, nachher schütte ich dir so das Bier über die Kamera. Alter, grüß dich. Hi. Mach die scheiß Kamera weg, jetzt komm her. Ja, hi, ich bin der DJ Marci, ja, der DJ dieser Veranstaltung hier. Der Robin kommt aus der gleichen Ecke wie ich in Deutschland. Das heißt, wir wohnen ungefähr 10 Kilometer weg, kannten uns aber nie persönlich, sondern ich habe ihn halt auf Instagram so verfolgt, ne, zu seiner Anfangszeit. Da war er ja auf dem Wasen. Dann hat er da in Ditzingen, wo er ist, da immer die Fasching-Veranstaltungen gespielt und so ein paar Veranstaltungen im Umkreis. Da dachte ich immer cool und ich habe das dann auch gesehen, wie er dann während Corona so nach Mallorca ist und wir hatten da ein bisschen geschrieben, halt immer hin und her. Man kannte sich halt, ich war der AIDA-DJ, er hat da seine Sachen gehabt und dann war er auf Mallorca. So kam das und dann haben wir uns wieder gesehen, indem er im Latino gearbeitet hat und ich im Münchner Kindl. Also im Endeffekt lokal an lokal und von da an hat man eigentlich auch einen besseren Draht zueinander. Mallorca Sommerfestival bin ich dann hier tatsächlich durch den Robin gekommen, weil Laila ja dann so durch die Decke ging und der Robin war eigentlich so der Resident-DJ hier bei den Festivals. Und dann hieß es von heute auf morgen, oder ziemlich schnell, ne, Robin ist jetzt ein Künstler-Act, der kann jetzt nicht mehr den DJ spielen, er ist der Act. Was passiert, wir brauchen einen Nachfolger. Und ja, dann wurde ich vorgeschlagen von Robin, wurde eingeladen hier, durfte dann mal ein Festival spielen und seitdem mache ich eigentlich alle.
Veranstaltungen dieses Jahr war das Mallorca Sommerfestival. Ich glaube, es waren genau 18 Veranstaltungen, wo ich da war. Es ist immer das gleiche Festival, immer in einer anderen Stadt, deutschlandweit. Und das ist quasi auch wie so jede Woche, jeden Samstag dann irgendwie heimkommen über den Sommer. Weil man kennt die Leute, man kennt das ganze Personal, man kennt sich mit dem Chef sehr, sehr gut, was man meistens auch nie kennt. Und Hanno ist quasi einer, der mich das erste Mal auf so eine richtige Deutschlandtour, aber damals noch als richtigen DJ geholt hat. Also wir machen 20 große Festivals im Sommer, eigentlich komplett durch. Wir fangen im Mai an und sind Ende September fertig und machen jetzt, nachdem Corona endlich vom Tisch ist, fangen wir jetzt auch wieder an, eine große Hallentour zu machen. Also wir sind jetzt dieses Jahr bei mehreren großen Hallen in Deutschland und der Robin ist auch bei einigen dabei. Das freut uns natürlich, ja. Oh, aber ich wanke noch. Die Hände! Oh, 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 gibt sie auf! Oh, oh, oh. Hallo Max, komm runter, es gibt Andrea. La 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 la. Du bist eine geile Sau, komm baby, mach deinen Arsch. Du bist so mega sexy. Ich komm nicht mehr klar. Hey, Mädel, ich steh auf dich. Komm her und tanz mit mir. Ja, ich bin ein hartes Mädchen. Ja, das mag ich gerne an mir. Oh yeah. Sie sind einfach super nett, also man kommt mit ihnen klasse zurecht, er hat keine Star-Allüren, immer wenn sie kommen, freuen wir uns alle, er ist ein absoluter Charming-Typ, es macht einfach riesen Spaß, wir haben immer Party, wir haben immer Spaß, ernste Gespräche, lustige Gespräche, wir verstehen uns aber alle, das ganze Team mag den Robin wirklich super gerne, ja, und das ganze Team, Olaf und Zimmer Nummer 3, das ist unser Max, scherzhaft immer genannt, der gerade die Kamera hält, also der Robin und eigentlich sein ganzes Team ist einfach wahnsinnig nett und immer mit dabei, Spaß zu machen. Also einfach super, ja. Das Sommerfestival. Mein Name ist Philipp Holmen. Wir sind hier beim Robin in Ditzling. Jetzt gehen wir auf die Bühne. Jeder weiß. Heute ist Pamela Reif. Hat es heute hier geregnet oder nicht? Okay. Es ist die Sonne in eurem Herzen, deswegen alle Hände nach oben für Mama Mallorca, für den Ziegen. Was sagst du? Marc. Meinst du, ich bin Marc? Digga, ich bin die Missgeburt von Marc Forster. Alle Hände gehen nach oben, komm alle Hände. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt meine zukünftige Ex-Freundin Annalena. Wir klatschen. Hey, hey, hey. Annalena kennst du, oder? Das ist nicht von Marc Forster. Wenn du den siehst, der schuldet mir noch Kohle, Alter. Alle komm! Hey, 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 hey! Geiler Arsch, 2-3, geiler Blick, alles hin! Lauter! Auf jeden Fall, wir gehen ja immer bei vielen Veranstaltungen mit und sind auch stolz drauf, wenn oben das Publikum mitgeht und ja, es ist super, was draus geworden ist. Ja, ist natürlich schön, dass wir das alles so weiter mit begleiten dürfen und dabei sein dürfen. Das ist ein Lavrox-Schlauch. Der Lavrox-Schlauch, der macht Lavrox und der wärmt quasi die Stimme auf, wenn ich jetzt hier so reinsumme. Nicht zu verwechseln mit einem Röhrchen. Dankeschön, Mallorca Sommerfestival. Das war fantastisch. Jetzt fängt es an zu regnen, aber es war sensationell. Danke. Ich mache DJ Etsy Double schon seit 3-4 Jahren. Jetzt etwas mehr, aber trotzdem immer noch im kleinen Rahmen. Und ja, es freut mich, auf der Bühne zu stehen. Ja, kommt nicht von ungefähr. Weil Robin war auf jeden Fall dabei, wenn ich beim Titzo gesungen habe. Und wir haben auch alle beide mal, wo der Robin 6 oder 7 Jahre alt war, ein Lied zusammen beim Fasching gesungen. Das schönste Leben ist der Fasching, denn da zeige ich mir.
Ja, der lebt eigentlich meinen Traum, den ich mal hatte. Ja. Hier ist der Papa von Robin! Vielen lieben Dank an alle, die da waren. Danke an meine Heimatstadt Ditzingen. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn wir wieder hier sein dürfen. War in Ditzingen bei seiner eigenen Veranstaltung im Sommer, beim Sommerfestival und auch bei seinem 10-jährigen Jubiläum in der Stadthalle, wo mit knapp 1000 Leuten die Halle gefüllt war und echt super Stimmung war. Das war wirklich schon echt klasse, ja. Freunde, es ist soweit. Es ist kurz nach 11. Wir sind am Aufbauen für 10 Jahre DJ Robin. Ich bin ein bisschen im Stress und jetzt geht es kurz auch noch an Merchandise-Stand. Wir müssen nämlich 600 Merchandise-T-Shirts alle noch zusammenlegen, zusammenrollen. Und dann sind wir fast fertig. Dann brauche ich nur ein Bier und dann kann es losgehen. Das ist auf jeden Fall das Team T-Shirt zusammenlegen für den Merchandise-Stand. Wie gesagt, über 600 T-Shirts. Es wird wild. Die neuen Lauch-Shirts zum neuen Song. Finde ich ganz gut, passt zu mir. Vor allem, wenn ich das 3XL anziehe, bin ich erst recht ein Lauch. Also heute Abend sind ja verschiedene Künstler da, wie Ege Hüftgold, Carolina, Micha von der Rampe, ich, Schütze. Und das passiert natürlich alles auf der Bühne oben. Und da bauen die Jungs von der Technik gerade fleißig auf. Es wird gut. Es wird gut, aber ich glaube, es ist ein bisschen arg viel Anlage, was sie da dabei haben. Aber besser zu viel wie zu wenig, soll ja knallen, gell? Ja, Robins 10 Jahre waren besonders. Homebase, Ditzingen, Familie war da, Freunde war da. War spannend, A, auch alle Leute kennenzulernen, aber auch B, zu verstehen, wie Robins privates Umfeld funktioniert. Weil das ist auch eine Sache, die enorm wichtig ist bei einem Künstler, dass das private Umfeld funktioniert, dass die Familie toll sind, ihn unterstützen etc. Ich weiß noch ganz genau, wie der Papa mit dem Papa-Leila-Shirt die ganze Zeit rumgelaufen ist. Und ich weiß nicht, das hat, ich würde nicht sagen, das hat mich stolz gemacht, weil ich ja in der Sekunde daran keinen Anteil gehabt habe, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil es einfach sehr familiär war und es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung für alle und ja, hat mich sehr gefreut. Das sind so Wichtelkuchen, das sind so das ist eine Mischung aus Pizza und Flammkuchen. Das kann ich jetzt auch nicht beschreiben, was da drauf ist. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Die Bühne ist tatsächlich jetzt kurz vor fertig. Ich glaube, es wird gut. Es wird, glaube ich, sehr gut. 800 Leute, ausverkauftes Haus, 10 Jahre DJ Robin. Es wird gut. Es wird wirklich gut und ich kann mir vorstellen, dass hier die ganze Halle nachher am Eskalieren ist. Wird gut, wird gut. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja noch an unseren Song Ich schnitzel dich, den haben wir zusammen rausgebracht 2018. Ich schnitzel dich, 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 denn verliebt hab ich mich, mich, mich.
Und ich sag's euch, Leute, es war der größte Flop der Geschichte, der Musikgeschichte. Mein erfolgloseste Song, im Robin sein erfolgloseste Song. Aber hey, das Jahr 2022 war unser Jahr. Shoutout an Robin, ich bin so stolz auf dich, mit Laila, mit allem, wie du das machst. I love you. Das ist eher so ein Klassentreffen. Wir fassen uns gleich alle an und saufen uns schön ein. Ey, moin Robin. Geil, weißt du, da feierst du einmal 10-Jähriges, dann gibt's hier Wasser aus Plastikflaschen. Trotzdem alles Gute, dein Kumpel Matthias. Mmh. Ich überleg mit dem Saufen aufzuhören. Dingens da, wie heißt der nochmal, der eine da? Ja, wie heißt der nochmal da? Flippers. Ah, hier, der Robin. DJ Robin. 10 Jahre DJ Robin, mega geil, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und danke Robin sehr, dass ich heute dabei sein darf und wünsche ihm nur das Beste. Pause. Ah, nee, das soll ich nicht mitnehmen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Robin, du bist eine geile Sau. Vielen lieben Dank, es hat riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche dir natürlich nur das Beste und hoffe, dass wir noch eine sehr, sehr lange gemeinsame Zeit zusammen haben werden. Ab geht die Fahrt, wir sind am Start und wir feiern jeden Tag. Geil, wir gehen steil und das tun wir jeden Tag. Wir eskalieren und das tun wir jeden Tag. Die HM hat ein Bild für Robin entworfen, ganz individuell für ihn. Er ist mittlerweile ein anerkannter Künstler und hat eine eigene Galerieausstellung. So, wir kriegen jetzt was zu trinken und zwar von deinem Vater, weil der weiß, was gut ist. Ein riesengroßer Applaus. Tag. Ich hab'n Bus und meine Busmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler.
ich einfach wirklich nochmal vielen lieben Dank sagen. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank an meine Familie. Vielen lieben Dank an meine Heimatfreunde, die Gesellschaft hier zu mitziehen. Und dass ihr alles tatsächlich nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich euch Dankeschön. DJ Robin, das war absolut surreal. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Danke an die Technik, an VTB. Vielen lieben Dank an alle Künstler, die dabei waren. Danke an meine Familie, danke an die Gesellschaft hierzu. Das war wirklich abartig und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das verarbeitet habe. Vielen, vielen lieben Dank. Adios, passt auf euch auf. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, gesundes neues Jahr 2023 und es wird wild. Dankeschön. Tschüss. Ja, Olaf ist im Prinzip wie, ist blöd gesagt, wie mein bester Freund, weil wir sehen uns jede Woche, wir verbringen so viel Zeit zusammen, ich verbringe mehr Zeit mit ihm im Prinzip wie mit meiner Frau und ich glaube, ohne Olaf würde das alles so gar nicht funktionieren. Das könnte auch so nicht funktionieren. Also ich versuche mich alles während der Tour um alles zu kümmern, was zu kümmern geht, was manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ich denke mal, ich bin der ruhige Pol in der ganzen Geschichte und versuche, ja, die Ruhe zu bewahren, was auch manchmal schwierig ist, aber auch tierisch Spaß macht. Ja, wenn man lernt halt auch viele Menschen kennen auf diesen Touren. Es ist eine komplett andere Welt geworden. Ich bin ja da reingewachsen in den anderthalb, zwei Jahren jetzt. Hat ja nichts mit meinem normalen Job zu tun. Und dadurch, ja, versuche ich halt das, meine Lebenserfahrung damit reinzubringen. Und das Ganze, ja, so hinzukriegen, was ich halt machen kann. Der Privatjet, ja, das war ein Wahnsinn. Eine Wahnsinnsaktion. Kurzfristig musste unbedingt von Universal ein neues Musikvideo aufgenommen werden, auf Mallorca natürlich, in der Finca, mit mehreren Sprachen, Deutsch, Englisch, Holländisch. Ich glaube, wir haben da alles durchgeprügelt innerhalb von einem Tag. Das Ganze musste kurzfristig passieren, innerhalb von zwei Wochen in der Planung. Da aber zum damaligen Zeitpunkt Robins, aber auch Schürzes Kalender bumsvoll waren und man wirklich da kaum noch Slots frei kriegen konnte, mussten wir einen Tag vor Kroatien, einem festen Booking, was in Kroatien war, mussten wir den Videodreh annehmen. So. Und das war an dem Sonntag und montags hätte ich in Kroatien sein müssen. Jetzt war das Problem, ich habe dort, glaube ich, um 15 Uhr oder 16 Uhr gespielt in Kroatien und es gab keine Flüge, wie ich von Mallorca an dem Tag nach dem Videodreh nach Deutschland komme, um am nächsten Tag früh morgens loszufliegen. Oder geschweige denn von Mallorca direkt nach Kroatien gab es einfach keinen Flug. Das heißt, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen Kroatien ab oder
wir hauen jetzt einfach mal ein bisschen Geld auf den Tisch, machen eigentlich ein Minusgeschäft und fliegen mit einem Privatjet rüber. Stefan, hallo. Hallo Stefan, bitte. Ja? Mein Vater ist auch Stefan. Ja, wir sind die Piloten heute. Genau. Fliegen die Jungs nach Zadar. Das ist Herr Stefan. Ich bin der Daniel. Wild wird's. Dann werden wir in circa 2 Stunden dann aufschlagen. Ja. Und das ist der Kevin. Fast. Robert. Robert. Oder Robert. Tobi. Tobi. Oder Chirurg. Oder Chirurg. Oder je nachdem, ach, Robin. Je nachdem, was die Bilder sagen. Robin Schulz. Die Leila. Sehr schön. Sehr schön. Die Leila. Countdown, 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 3, 2, 1, okay. Lift up, lift up, lift up, lift up. Okay, let's get to this shuttle right now, let's go. Lift up, lift up. Abflug. Servus Freunde, grüß euch, ich bin's euer DJ Robin und wir sind hier im Privatjet auf dem Flug nach Zadar und wir sehen uns gleich in Kroatien. Ich glaube im Kalypso, dann geben wir richtig Vollgas und ich freue mich auf euch. Solange fliege ich noch ein bisschen weiter jetzt. So Freunde, das war der Privatjet-Flug. Ich bin gut gelandet und jetzt sehen wir uns gleich im Kalypso im Searcher Beach. Und ich schwing hoch. Ach so. Es war ein absoluter Hammer. Gestern auf Mallorca der Videodreh, heute mit einem Privatjet nach Mallorca und nach Kroatien. Hier absoluter Abriss, die haben sogar den Limiter rausgenommen. Ich komme nicht mehr klar. Ich muss erstmal duschen, was essen und dann mal schauen, was dann noch passiert. Adios, amigos. Ja, Auftritte, worauf ich ganz besonders stolz bin, die Robin gemeistert hat. Also auf jeden Fall, der Fernsehgarten war, glaube ich, ein Highlight. Im ersten Jahr, während Leila so eingeschlagen ist, konnte ich ja leider nicht dabei sein, weil ich da meine Masterarbeit geschrieben habe. Habe aber schon viel Positives gehört. Dann dieses Jahr konnte ich tatsächlich selbst dabei sein, auch mit Robins Eltern. Und es war natürlich schon ja, so ein Highlight, da einfach dabei zu sein, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, alle Fernsehauftritte waren cool. Die Chartshow hat er, glaube ich, auch sehr, sehr genossen. Theoretisch ist das jetzt hier die Fernsehsendung mit den meisten Zuschauern. Ja. Mit den meisten Einschaltquoten, ich glaube, zwischen 1 und 4 Millionen, glaube die eigentlich einschalten zum Mallorca-Fernsehgarten. So wie waren es bei der Chartshow, glaube ich, nicht. Nee. Auf jeden Fall, das wird wieder spannend heute. Und dann bin ich auch gespannt, was die Streamingzahlen machen von Hotel morgen. Weil ich singe ja heute Hotel hier. Das war der Grund, weshalb sie uns letztes Jahr von der Poolbühne oft hier in die Arena gelegt haben. Weil die Angst haben, dass wir reinspringen. Weil der Ike so eine blöde Andeutung am Tag davor gemacht hat. Ja. Gut, immer gewesen. Ja, mit uns sehr schön. Überlege dir bitte beim nächsten Mal, wenn du einen Song rausbringst, welchen Song du schreibst. Weil Leila, der ist durchgegangen wie eine Rakete. Und der geht auch, also ich sag mal, der ging ein bisschen durch die Decke. Aber uns war, den braucht man, ne, sowas ist einfach nicht anständig. Einen schönen Tag. Vor allem diese Begründung hat gar keinen Sinn. Der ist nicht anständig. Jetzt gehen wir zum Auto. Ich habe gesagt, wir gehen Zigaretten holen, aber gehen Bier trinken. Freunde, es ist soweit. ZDF Fernsehgarten, die zweite. Ich war ja letztes Jahr schon mal da mit dem Schütze mit Leila. Heute sind wir getrennt da. Ich singe Hotel und wir haben gerade Bier getrunken. Ziemlich verboten. Das ist das Problem beim ZDF. Da fehlt halt leider auch das Geld für die Batterien im Mikrofon. Ja, andersrum. Also? Hier bin ich, hallo. Wie geht's dir nach 3 Tagen Tour? Nach 3 Tagen Tour, 72 Stunden mit DJ Robin, geht's mir richtig
Ja, es geht mir gut, aber richtig scheiße. Ja, weil Mallorca dann nicht das einzige Ausland oder Österreich und Schweiz, sondern ich war auch in Lorette, dreimal in Lorette. Das erste Mal war ich eigentlich komplett krank, wollten wir eigentlich absagen und ich habe gedacht gehabt, wieder, Robin, mach's nicht. Das ist der erste Auftritt. Lorette ist vielleicht auch eine coole Sache. Ich war noch nie dort. Sag das nicht ab, dann verbauscht ihr vielleicht was. Dann kam ich dort an. Da waren auch tatsächlich genau 20 Leute in dem Club. Es wurde nicht beworben, dass ich dort auftrete. Bin dann wieder heimgefahren und heimgeflogen. Und ich dachte mir so, okay, scheiße, hoffentlich, das kann doch nur besser werden. Bitte lass es besser werden. Dann bin ich das nächste Mal hin. Lorette sind sehr, sehr viele junge Leute dort. Und da war der Laden wirklich bumsvoll. Der war beim zweiten Mal bumsvoll. Ich dachte so, okay, geil, heute wird ein richtiger Abriss. Ich kam auf die Bühne, die Leute kannten Laila nicht, die kannten Bumsbar nicht, die kannten Rapunzel nicht. Die haben mir den Mittelfinger gezeigt, die haben Becher auf mich geschmissen. Ich so, okay, ich glaube, Lorette wird nichts mehr. Einmal muss ich noch hin. Ich glaube, das wird gut. Hab die Hoffnung, alle guten Dinge sind drei. Bin hingeflogen, dritter Tag. Ich kam rein, der Club war gut gefüllt. Das Problem war, es waren alles Italiener. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist bumsvoll. Allerdings haben wir hier zwei Reiseveranstalter da. Einmal aus Frankreich und einmal aus Italien. Die werden kein Wort verstehen, was ich sage, was ich singe. Ich hasse mein Leben trotzdem noch mehr. Vor einem leeren Laden kannst du dann immerhin zu sagen, okay, gut, war halt leer, war scheiße. Jetzt habe ich einen bumsvollen Laden, wenn die alle ihre Getränke schmeißen. Ah! Ob ich mir manchmal mehr Ruhe wünsche. Ich bin sowieso ein Mensch, der sehr, sehr impulsiv und schnelllebig ist und sehr, sehr viel unterwegs ist, auch gerne unterwegs ist eigentlich. Und in den meisten Momenten bin ich deshalb ultra, ultra gerne auf Touren, bin super gerne dabei. Es gibt so ein paar Touren, wo ich mir denke, okay, das muss jetzt wirklich nicht sein, gerade so in Klausurenphasen. Wir hatten letztes Jahr eine Tour, da sind wir, da bin ich nach Lorette geflogen mit Robin. Robin ist allerdings von Mallorca geflogen, ich hatte aber einen gebuchten Flug von Stuttgart, bin hier Mittwochmorgens um 2 Uhr aus dem Haus, um pünktlich am Flughafen zu sein, weil wir früh noch nach Lorette fliegen wollten. Bin dann in Barcelona gelandet, hatte noch ewig lange Aufenthalt, bis Robin kam. Dann war in Lorette der Auftritt. Am nächsten Morgen ist Robin geflogen. Ich bin erst am nächsten Abend wieder geflogen. War, glaube ich, um 2 Uhr nachts wieder hier im Bett, also 48 Stunden später, und habe um 8 Uhr Präsentation gehalten, wo ich mir denke, okay, das sind so Daten, wo ich mir sage, okay, vielleicht ist es da einfacher, mal nicht mitzufahren. Allerdings gab es auch mal so ein paar Wochen, wo ich jetzt nicht mit war auf Tour, wo es auch ein bisschen ruhiger war, gerade weil ich wieder Klausuren hatte und was auch immer. Und da vermisse ich es schon. Da vermisse ich es, in den Bus einzusteigen und Robin und Olaf zu sehen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich eigentlich immer happy bin, die beiden doch in regelmäßigen Abständen zumindest zu sehen. Der Max war ja eigentlich überall dabei und wir haben auch gesagt gehabt, wir brauchen für die Doku natürlich Mallorca noch. Deswegen muss er beim Auftritt vorbeikommen im Oberbayern bei mir. Und es war ein sehr, sehr süffiger Vormittag. Hatten wir ein ziemlich langes Tourwochenende. Wir sind mittwochs waren wir auf dem Vasen, sind donnerstags morgens nach Mallorca geflogen mit Robin Schmittinger und noch einem Kumpel von Robin, nämlich Julian. Und haben uns dann dazu entschieden, dass wir ganz früh fliegen, beziehungsweise Robin hat es entschieden. Sind dann morgens um 6 Uhr geflogen, hatten auch natürlich auf dem Vasen, auch auf dem Vasen am Tag vorher war das letzte Bier nicht mehr gut. Also mit Kopfweh in den Flieger rein. Ich hatte noch Stress am Flughafen, weil meine Kamera mir fast abgenommen wurde wegen den Akkus. Wir haben gesagt, komm, ein Kumpel war noch dabei, der Julian und der Schmittinger, wir machen uns einen schönen Tag. Dann gab es ein Erholungsbier und auf dem Flug so ein Erholungs-Wodka Lemon. Legen uns dann mit Nacht oder abends schlafen, damit wir dann nachts wieder fit sind. Haben, glaube ich, drei 5 Liter Säulen Wodka Lemon getrunken. Ja, und dann ist das Ganze auf Mallorca sehr, sehr ausgeartet, weil Robin, der alte Schwabe, gerechnet hat, dass die Säule viel, viel günstiger als der einzelne Wodka-Lemon ist. Sah dann dementsprechend gut aus. Ich bin dem Bierkönig fast vom Stuhl gefallen. Ich bin dann um 13 Uhr ausgeschieden, bin dann nochmal aufgestanden, habe noch ein Musikvideo gedreht für Schmittinger. Und dann wollte Robin sich nochmal hinlegen, so um 22 Uhr. Bis der Julian dann zu mir gesagt hat, Robin, wir gehen. Und ich so, okay, gut, wir gehen. Und abends dann hieß es 2.30 Uhr Auftritt im Oberbayern. Mein Wecker klingelt eigentlich immer so um 1.30 Uhr. Das war das Problem, der Wecker hat entweder nicht geklingelt oder ich war noch so betrunken, dass ich den nicht gehört habe. Und der Julian hat bei mir im Zimmer geschlafen, er hat den Wecker auch nicht gehört. Also haben wir natürlich verschlafen und
irgendjemand hat an der Tür geklopft. Ich glaube, der Schmittinger hat an der Tür geklopft und hat gesagt, komm, komm, dein Auftritt. Ich so, wie viel Uhr ist es? Ja, 2.25 Uhr, also 5 Minuten bevor ich auf die Bühne musste, sind wir aufgewacht, runtergerannt. Nur haben wir halt jemanden vergessen. Und zwar. Einer hat es dann nicht mehr ins Oberbayern geschafft. Obwohl, eine Aufnahme gibt. Ich bin dann irgendwann aufgewacht, runtergerannt und dachte mir dann, okay, ich habe die Kamera parat gehabt. Kamera war schon an beim Reinrennen. Ich renne auf die Bühne zu, nehme schon auf und man sieht, wie Robin winkt und sagt, Dankeschön, ich bin hier nächste Woche Donnerstag wieder. Wir sehen uns auch sonst irgendwann in Deutschland. Ja. Robin, ja. Wie war dein Auftritt? Der war sehr gut. Wenn du da gewesen wärst, hättest du es gewusst. Aber der Max hat verschlafen. Guten Morgen, Max. Hallo. Aber tatsächlich habe ich auch verschlafen. Ich habe mir wieder 3 Wecker gestellt und ich habe es trotzdem verpennt. 1.54 Uhr bin ich aufgewacht. 1.55 Uhr kam die Nachricht vom Ohrbein, wo bist du? Dann habe ich geantwortet, ich dachte 2.30 Uhr, ich bin jetzt auf dem Weg. Stark. Bin dann aber noch ein zweites Mal auf eigene Kosten nach Mallorca geflogen, um das alles wieder gut zu machen. Das war im Juli und da wäre Robin sogar zweimal aufgetreten. Also es gab 2 Möglichkeiten und ich war die ganze Woche nicht zu betrunken. Ich war die ganze Woche fit und nüchtern. Ja, Robin war krank. Deswegen gibt es aus dem Oberbayern keine professionellen Aufnahmen, außer die eine besagte. Ach ja, das war... Also wir hatten... Stimmt, da warst du das erste Mal dabei, Max. Ja, da sind wir als erstes nach Flensburg gefahren. Es war kalt, Oktober, glaube ich, war das. Nee, Ende November war es sogar. In Flensburg ein Auftritt. Wir hatten, glaube ich, richtig gut besuchten Club mit knapp 35 Leuten. Sind wir im Club und das war der, ja. Es waren 32 Gäste da und nach dem Auftritt kam die Veranstalterin ganz stolz. Ey Leute, voll geil, dass ihr da wart. Ist endlich wieder was los bei uns im Club. War ja noch, Don Francis war dabei, Julian Benz war da noch gebucht. Und durch Zufall haben wir ja dann das Hotelzimmer auch noch die Schlüssel gehabt, weil der Künstlerkollege Don Francis die Schlüssel geholt hat. Sind in dieses tolle Hotel, haben also erstmal eine halbe Stunde gesucht, bis wir unser Zimmer hatten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich, zu der Zeit hatten wir oft kalte Hotels, also es war nicht so warm in den Zimmern. Ich schließe auf und denke, Mensch, endlich mal warmes Zimmer. Es war aber bloß der Vorraum, wir hatten wirklich arschkalte Zimmer. Machen die Tür auf, es war warm, gehen rein, es war arschkalt. Und hatten aber nur ein paar Stunden Zeit zum Schlafen. Es war mitten in der Energiekrise, Hotelzimmer waren kalt und was auch immer. Und dann dachte ich mir so, boah, das kann doch nicht sein. Hab auch nur 4 Stunden geschlafen am Ende, weil wir am nächsten Morgen in die Chartshow sind. Die war dann wiederum gut. Und das Zimmer war arschkalt. Robin war stinksauer, weil war arschkalt. Wir sind also morgens aus diesem Hotel raus, super Launen natürlich dann gehabt. Und mussten von Flensburg nach Köln. Und da war es wirklich übel zu fahren. Und sind aber pünktlich in Köln angekommen, also fast pünktlich, weil wir waren noch essen und ich habe das falsche Studio rausgesucht zum Hinkommen. Das andere Studio war doch 25 Minuten weg und nicht nur 5, aber wir haben es trotzdem geschafft. Was Robin für mich ist, Robin ist an sich wirklich wie ein guter Kumpel geworden. Gerade weil man so viel Zeit miteinander verbringt, muss man, glaube ich, auch klarkommen, ob das funktioniert oder nicht. Ich glaube auch, dass wir auf den ersten Touren... Es ging natürlich immer um Qualität der Videos, es ging aber, glaube ich, in den ersten Wochen auch auf jeden Fall darum, zu sehen, okay, kann man mich, kleinen Kauz, noch damit in den Bus reinsetzen und jeder hat trotzdem irgendwie seine Comfortzone und jeder findet seine Ruhe. Und ich muss sagen, es hat ziemlich gut funktioniert. Robin ist für mich wie, in manchen Momenten wie so ein Bruder wirklich und Olaf ein bisschen wie unser Vater. ja, es ist irgendwie eine nette Gemeinschaft. Ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich dabei bin, genau. Gleichzeitig wurde ich eben auch in die gesamte Familie aufgenommen, wenn ich, als ich jetzt zum Beispiel die Interviews gedreht habe für die Doku mit den Eltern von Robin, dann bekomme ich am Tag vorher vom Papa von Robin einen WhatsApp, hey Max, ist Currywurst mit Pommes morgen in Ordnung? Kommt dann ohne zu fragen, ob ich überhaupt essen will oder was. Es ist immer so, wenn ich da in der Ecke bin oder wenn ich da bin, dann ist immer um mich gesorgt. Und ja, es ist wie eine kleine Familie für mich. Meine Tour plant Olaf, mein Tourbetreuer, den kennt man ja aus meinen Stories eigentlich, genauso wie den, der hier gerade diese Doku zusammenschneidet, Max. Jede Woche ist er mit am Start, schaut quasi, dass wir überall rechtzeitig sind, dass wir ins richtige Hotel fahren, dass wir keine Autobahnausfahrt verpassen, obwohl er es manchmal tut. Und
ja, der ist quasi so mein rundum sorglos Paket, dass ich eigentlich nur auf die Veranstaltung ankommen muss, das Mikrofon in die Hand nehmen muss und auf die Bühne gehen kann, singen. Mehr muss ich tatsächlich vor Ort gar nicht machen. Olaf ist im Prinzip der Tourpapa fürs Wochenende. Das finde ich auch toll. Ja. Und wir haben auch kein Problem damit, dass der Olaf da am Wochenende mehr unterwegs ist als mit der Robin. Weil der Robin ist ja auch im gewissen Alter, wo er eh nicht mehr zu Hause da am Küchentisch sitzt. Deswegen sind wir auch froh, dass der Olaf das so mitmacht, ja. Also grundsätzlich, als ich die Videos vom Bumsbar gesehen habe, ist meine komplette Last von meinen Schultern gefallen. Oft denken Künstler, dass nur sie diese Last tragen. Das stimmt aber nicht. Genauso tragen das die Manager, die Produzenten, aber auch die Booker und alle anderen auch mit, weil sie möchten ja einen super Job abgeben. Und ich habe im Januar, Februar, aber auch vor allen Dingen im März enorm damit zu hapern gehabt, dass wir dem Leistungsdruck gerecht werden. Für alle meine Künstler, aber auch vor allen Dingen für Robin und Schütze. Und als dann die Videos an der Playa dann so rumgeschickt wurden und das dann alles irgendwie viral gegangen ist, ist mir komplette Last von meinen Schultern gefallen. Ich kann da Dominik zitieren, Dominik und Flo, die haben mich irgendwann mal ins Studio gerufen, das war dann so im April, wo ich kurz davor war, zum Opening zu fliegen, zu den Gesprächen zum Opening. Und dann hat Dominik gesagt, ja, jetzt kannst du mit dicken Eiern dahin fliegen, wir haben es irgendwie wieder geschafft, so war der Kontext. Und das war auch so, ich bin sehr glücklich nach Mallorca geflogen und es war Wahnsinn, das zu sehen, wie sich das schon wieder entwickelt. Wir hatten uns überlegt, wie können wir Aufmerksamkeit für den Song erreichen, weil wir eben damals mit Laila wurden wir in eine Ecke gedrängt und kam der Medienpush, ohne dass wir was dafür konnten, weil eben Würzburg gesagt hat, wir verbieten Laila auf unserem Oktoberfest und wir uns gefragt haben, sag mal, sind die alle bescheuert? Und dieses Mal haben wir gesagt, komm, wenn es letztes Jahr so war, wo wir nichts dafür können, dann können wir jetzt was dafür und probieren den Hype für den Song beziehungsweise einfach das so ein Thema zum Anstacheln selbst zu verursachen. Ja, Bumsbar war ein Schock. Also das war genauso ein Schock wie damals Laila. Nur bei Bumsbar war das so geplant. Bei Laila war es total ungeplant. Aber bei Bumsbar wussten wir eigentlich im Vorfeld schon, die Nummer kann ganz groß werden. Und dann haben wir eine Promo gestartet, 4 Wochen bevor der Song rauskam. Und das war ein Riesenfehler, weil nach 1-2 Wochen die Leute uns einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele hunderttausende Leute geschrieben haben, wann kommt dieser Song. Also kam Icke Hüftgold auf die Idee, wir machen ein Video in einer entweihten Kirche. Er lässt sich als Jesus, als Kreuz nageln und gehen quasi dagegen vor, dass die katholische Kirche bumsbar sein muss, um eben das Zölibat aufzuheben. Im ersten Moment ziemlich primitiv, wo man auch sagen kann, ey, spinnt ihr noch? Schürze und ich haben uns auch 30 Mal hin und her überlegt, wollen wir so ein Videodreh machen oder gehen wir aus der Nummer dann lieber komplett raus? Aber die Message hinter dem Video ist tatsächlich nicht, dass die Kirche scheiße ist und man soll das alles verteufeln, sondern wir wollten aufs Zölibat aufmerksam machen, ob es in der heutigen Zeit noch so aktuell ist, sowas zu haben in der Kirche oder ob man das eben abschaffen könnte, weil dann vielleicht auch viel, viel weniger Kindesmissbrauchsfälle entstehen würden bei der katholischen Kirche, die es ja leider wirklich auch gibt. Und um darauf aufmerksam zu machen, haben wir das Video so gedreht. In dem Fall hat sich tatsächlich die Presse nicht für interessiert. Und wir haben noch nie so eine lange Promo gemacht. Und dann ist das Ding natürlich am Release-Tag explodiert mit allein 500.000 auf Spotify. Bis die Sonne wieder lacht und dann sind wir wieder bumsbar. Geile Mädels, geile Jungs da. Ich gehe davon aus, dass sie alle von der Presse gesagt haben, die zwei hatten letztes Jahr schon so viel Aufmerksamkeit, die kriegen sie dieses Jahr nicht nochmal, was eigentlich schade ist, weil das Thema Kindermissbrauchsfälle in der katholischen Kirche eigentlich ein sehr wichtiges ist, wo leider viel zu wenig drüber gesprochen wird. 2024 gibt es jetzt auch schon ein paar Termine, wo ich nochmal hinkommen darf, wo ich eben 22 und 23 schon war, zum Beispiel ins Brückenstadel nach Meierhofen zu Billy. Dort wird es bestimmt wieder ultra gut, er kann nur Max wieder tanzen in seiner Harakiri-Bar. Ja.
Und ansonsten natürlich wieder die Mallorca Sommerfestivals. Bin ich wieder Bestandteil davon. Vielen lieben Dank, Hanno. Ich darf da wiederkommen und darf zur großen Festivalreihe nach Hause kommen. Und wir hoffen, dass der Robin vielleicht noch mehr Erfolg hat, obwohl es wirklich schwer wird, nach Leida nochmal so einen riesen Erfolg zu kriegen. Aber man weiß nie, was kommt in der Zukunft. Wir wünschen uns, dass beide glücklich bleiben, dass wir weiter mit dabei sein dürfen und ja, dass sie gesund sind. Genau, also ich würde mir einfach wünschen, dass er da weiterhin erfolgreich ist, dass er auch weiterhin so viel Spaß an seinem Job hat, aber da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ich muss da manchmal tatsächlich eher bremsen, dass er sich nicht übernimmt, genau sich auch gezielt einfach diese Auszeit nimmt für sich, für seine Gesundheit und natürlich auch für uns. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass wir ja weiterhin glücklich zusammen sind, dass wir den Weg, den wir bis jetzt hier schon gemeistert haben, einfach auch weiterhin zusammen gehen. Und ich glaube, die letzten Jahre waren für uns schon eine harte Probe, auch für uns als Paar. Und deshalb glaube ich, dass wir auch alles, was noch bevorsteht, zusammen schaffen können und auch werden. Aber natürlich hat man dafür nie eine Garantie, aber das ist auf jeden Fall mein Herzenswunsch. Zukunft. Ich glaube, Wünsche für die Zukunft ist gar nicht immer so einfach zu sagen, aber wenn ich mir was wünschen könnte oder würde, ist auf jeden Fall für Robin, dass er weiterhin so erfolgreich ist. Also dass das natürlich irgendwie nicht nur so eine kurze Zeit ist, wo man diesen Erfolg irgendwie zu schätzen weiß oder den auch ausleben darf. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, die er hat, also dass man da auch immer nachlegt. Da setzt er sich tatsächlich auch dann immer wieder ganz schön unter Druck. Leila hat zumindest mal den rekorderfolgreichsten deutscher Partyschlager, den es je gab. Dann hatte es den Erfolg, erfolgreichster deutschsprachiger Song aller Zeiten. Das hat mittlerweile leider Apache und Udo Lindenberg mit Komet deutlich eingeholt, was natürlich schade ist. Aber ansonsten glaube ich, wird es so eine Vitrine in meinem Leben und wahrscheinlich in keinem anderen Leben bei uns im Genre mehr geben mit neuen Nummer 1 Awards. Hit des Jahres 2022, offizieller Sommerhit 2022. Alles völlig surreal und dass es ausgerechnet mir passieren durfte, ist natürlich, bin ich umso dankbarer drüber. Ja, das war jetzt tatsächlich die Doku. Ich hätte nie gedacht, dass jemals eine Doku hier auf der größten Leinwand der Welt läuft. Vielen lieben Dank. Auch an Traumpalast, an Marius Lochmann, dass du das uns ermöglicht hast, dass wir alle zusammen hier sitzen können. Wir trinken jetzt gleich noch ein Bierchen. Ja, nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt mit der Doku quasi durch. Ich drehe mein Interview gerade zum zweiten Mal, weil ich meine Haare nochmal abschneiden lassen. Ich bin von dem Mann, der nicht zum Friseur geht, zu dem Mann mit den großen Geheimratsecken geworden. Dementsprechend habe ich den gesamten Aufwand der Doku jetzt auch wirklich hinter mir. Und muss sagen, es fühlt sich befreiend an. Es fühlt sich geil an, mal so ein Projekt in der Größe gemacht zu haben, aber das mache ich auch nicht mehr wieder. Ansonsten auch vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der mich die letzten 2 Jahre unterstützt hat, der die Musik feiert, der T-Shirts gekauft hat, der sich die CDs gekauft hat, der auch die mich herbeleidigt haben unter meinen Instagram-Post. Genauso an die ein riesengroßes Dankeschön und alle anderen, die einfach immer auf unserer und meiner Seite sind. Und ich hoffe, wir haben noch eine ewig lange geile Zeit zusammen und ich freue mich aufs Jahr 2024 mit euch. Stand da ein Mann, er schaute mich sehr glücklich an. Hey, komm mal her, sagte er zu mir. Das ist mein Laden, mein Revier, mein Junge.